Hallo, hallo und willkommen zu einem weiteren Video bezüglich ein Opening und eine MS. Nice, die nehme ich mit. Und ein Account-Review bei Mike. Seine einzigen Wünsche bezüglich des Account-Reviews sind, by the way, 4-Star, Dev und Offense. Das nennt sich kurz und knapp, aber ich bin dabei. Ich versuche mein Bestes, da zu helfen. Das nächste ist, er hat einen Charn. Krass. Und Juno. Wenn wir keine Juno ziehen, soll ich hier irgendwo, wahrscheinlich hier, eine Juno nehmen? Oder ist das oben das Event? Hier wahrscheinlich nicht. Ah, hier hat er Adriana genommen. Okay. Dann hier oben wahrscheinlich. Dann soll ich hier die Juno nehmen. Ich hoffe, wir... Das wird schwierig ohne Münzen, ne? Okay, da müsste ich nebenbei mal irgendwas farmen. Könnte ich mir eigentlich generell mal irgendwie einführen, ne? Was könnten wir denn farmen? Läuft alles hier? Sag mal. Marsha, interessant. Irgendwas, wir brauchen ja nicht viele. Das hier sieht stabil aus. Ich lasse das mal laufen. Ich habe nicht so viel Energie, aber können wir auch ein bisschen snacken. Dass wir vielleicht bis dahin dann auf diese 50 Münzen kommen, dass wir die Juno noch raussnacken können. Okay, nehme ich auf? Ja, wäre traurig, wenn jetzt nicht, aber ich nehme auf. Super. Gut, wo ist das Gehege für Opening? Ansonsten, ich soll die Juno noch runen, beziehungsweise was zu den Runes sagen der Juno. Okay, ich hoffe, ich vergesse es gleich nicht. Wo ist das Ding da? Und was haben wir denn? 144 von diesen Dingern. Hat er hier schon was gemacht? 13, okay. Dann haben wir 2, 3 Lichtnunkel, eine Water, 6 Feuer, 3 Windy und 161 davon. Von Stonies weiß ich nichts, aber die sind eh schon gone. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein mit einem Blitz. Zu Anfang. Let's go. Wir sind noch gar nicht in einem anderen Channel. Wir haben aber mal eben locker flockig im Werde gezogen, ey. Wir gehen in den Channel von heute erstmal. Das ist der 18.04. 18.04. Und ich würde sagen, jetzt starten wir rein in die fantastische Beschwörung. Okay. Mal sehen, was wir heute hier ziehen. Juno ist halt Wish. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ansonsten würde alle Dupes, wenn wir einen Dupe ziehen soll, in LDs, außer Tiana. Das kann ich noch sagen. Das ist auch so das Einzige, was ich weiß. Ein Aegir. Starke Kiste. Starke Kiste. Und ein Stickboy. Richtig geil. Alles Wunschmonster nicht. Wie viel haben wir eigentlich? Okay, muss schon bald wieder los. Krass. Was haben wir denn hier? Eine Feen, Drunken Mars. Okay, cool. Ja, yep, das sieht stark aus. Ich guck nochmal. Alles gut. Er hat keinen Platz gemacht, aber ist schon alles gut. Okay, eine Rakshasa. Passt schon. Ich habe auch nie Platz gemacht, weißt du? Und am Ende kriegt man schon irgendwie unter alles, ne? Aber okay, ich habe nochmal, also die Juno soll ich dann von diesem Freenet 5 Event nehmen da. Okay. Und dann halt was zu ihr sagen. Ein Samurai. Okay. Ja, passt schon. Machen wir schon. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Münzen zusammen noch, während ich da kurz farme. Ich hoffe, das Team geht relativ fix und kackt nicht ab. Das wäre noch ein Traum, wenn das nicht passieren würde. Aber es sieht, glaube ich, gerade noch stabil aus. Wir sind 2. Eine Scroll, wir brauchen halt 50. Jetzt weiß ich, jetzt ralle ich auf, warum er die Münzen aufgehoben hat. Ich Idiot, Alter. Jetzt weiß ich auch warum. Und ich denke mir, oh cool, wir haben ja ein paar Münzen. Dann kann ich auch mal eben ein paar Scrolls kaufen. Ja. Kriegen wir hin. Wenn Net 5 kommt, kann ich es da rausholen. Ist ja nicht so, als ob das verpufft. Ist ja dann einfach nur in diesem Lager da drin. Auch wenn ich irgendwie manchmal das Gefühl habe, dass dieses Lager die Blitze aufhält. Keine Ahnung. Also wenn das direkt ins Lager gegangen wird, irgendwie, keine Ahnung. Windy. Windys wirst du brauchen, kann ich jetzt schon sagen. Also er hat auch schon gesagt, bezüglich BK-GK-Dings, dass er sich nicht so stark auf die Forsters konzentriert hat. Also es wird wahrscheinlich nicht viel mit Bauen sein, sondern wahrscheinlich sehr viel eher Richtung Erklären gehen. Ja, dass ich dir wahrscheinlich da mehr erklären werde gleich. Weil wenn die Monster nicht da sind, kann ich da halt nicht so viel machen. Ne? Ohne Monster kann ich die Monster nicht ruhen. Komisch, ne? Ja, aber ja, du weißt ja, was ich meine, denke. Ja, aber kriegen wir hin. Ja, es gibt halt immer so ein paar Standard-Offense- und Defense-Dinger, die ganz gerne gespielt werden. Hatte ich jetzt, glaube ich, letztens auch in Teambuilding. Warte mal, ich will mal kurz bei mir schon mal separat umgehen. Manche Sachen weiß ich nicht direkt aus dem Kopf. Dann gehe ich lieber nochmal nachgucken, bevor ich irgendwas Falsches laber. Ne? Aber okay, wird Zeit jetzt mal hier für Net 5 Ru, glaube ich, hier. Guck mal, Lisa. Cool. Was mich immer mal interessiert, ich glaube, ich gucke gleich mal nach. Falls ihr das überhaupt schon gemacht habt, ich glaube, manche machen das vielleicht noch gar nicht. Was ihr für einen Skin genommen habt von den
Free-Skin-Dingern da. Also ich habe jetzt, glaube ich, beim ersten habe ich... Ja, wie schon, ich glaube, in dem Video gesagt, die Himmelstänzerin genommen. Und ich glaube, beim zweiten jetzt, vor ein paar Tagen, habe ich den Lucian-Skin genommen. Ja, ich meine schon, weil mir die anderen alle nicht gefallen haben. Beziehungsweise, ich warte da auf andere für andere Monster. Gucken, was ihr genommen habt. Das würde mich mal interessieren. Genauso wie das Schwarzkopf-Seehäschen, Alter. Wer wird's da? Blitze sind hier MS-lastig nicht so stark heute unterwegs. Na, nicht so stark unterwegs heute. Machen wir erstmal noch zu Ende. Lassen wir erstmal so. Gehen wir mal hier rein. Haben wir ihn hier so. Pinguin-Ritter. Cool, cool. Teufelsjäger. Wow, stark. Kiste. Amazone. Hey, wie wär's jetzt mal mit einem Blitz? Wie wäre es jetzt mal mit... nicht Blitz. Net 5 meine ich. Spiel? Net 5? Nicht? Gar nicht, ja? Sagst du... Ah, immerhin ein Blitz, hä? Wow, mit. Oh, okay, hey. Ist wahrscheinlich neu, würde ich schätzen. Okay, Cyborg. Ist nicht die schlechteste. Aber würde ich jetzt auch nicht als beste betiteln. Sind halt im Lager, ne? Weil, Platz. Ich glaube, wir starten jetzt direkt mal mit denen hier rein. Ich mache nur eben eine gerade Zahl. Oh, eine Raupe. Oh, Lightning. Oh. Blodia. Ah. Ich dachte kurz, es ist LD. Oh, ist immerhin neu, ja, guck mal. Hey, stark, guck mal. Guck mal, da beschwert man sich mal hier und da mal. Und dann, geht los. Ein neues Toy. Ist das nicht schön? Eine Blodia. Die ist gar nicht so bad tatsächlich. Ich mag die. Neue Sachen sind immer schön. Hat man Sachen, mit denen man spielen kann. Nicht so wie ich, denn nicht mal ein neues kriegt, Alter. Oh. Ist das? Ah, ich dachte, es ist Magnum. Der war doch erst Hall of Hero. Neu? Der war doch erst Hall of Hero. Anscheinend nicht Mitte macht. Mhm. Oh. Ah. Falsche Farbe. Der Dark ist ganz gut. Er ist immerhin neu. Ey, guck mal, hier kommen jetzt LDs. Komisch. Dass hier LDs kommen können. Aber guck mal, wer LDs. Okay. Komm schon. Ich hätte hier jetzt gerne ein fantastisches Wesen namens LD5. Irgendeins. Einmal. Ich bin das immer noch richtig als Scam. Keine Ahnung. Für mich gibt es hier keine LD-Net 5. Die existieren hier drin gar nicht. Genau. Nur LD-4-Stars, Hall of Heroes. Davon ganz viele. Die gibt es. LD-5-Stars, gibt es nicht. Kannst du mich jetzt gerne mal ins Bessere belehren, Spiel? Ha? Also, es wäre jetzt mal Zeit, so nach der fünften Beschwörung, wo ich keine Ahnung, wie viel ich insgesamt aufgemacht habe. So. Kann jetzt mal ein LD-5 kommen, jetzt hier so. Vielleicht mal. Wenn es die wirklich gibt. Ja, ich halte es für Mythos. Ich halte es für Mythos, dass man hier LD-5s rauskriegen kann. Ich glaube, das ist eher so eine Hall of Heroes Scroll hier. okay, was haben wir hier? Komm schon. Yo. Geile Neostone-Kämpfer. Coole Sache, ey. Naja, was haben wir jetzt gezogen? Ich musste ja gleich irgendwie da rausholen, die LDs. Schokoriegel. Schokoritter Licht. Warte mal, ich hol die mir eben raus, bevor ich sie wieder vergesse. Wir sind eh voll, wollte ich sagen, aber das ist nicht schwer. LD5 jetzt mal hier, komm schon. Hat er eins? Ja. Shan hat er, das habe ich gesehen. Und, ne, Kami. Liu Mei, Alter, das Hall of Hero. Ich glaube, hier gibt es gar keine LD-Net5s. Ich weiß nicht. Ich habe keine Beweise gesehen. Nur ein paar Bilder. Kann man auch photoshoppen. Wir haben noch nichts real gesehen hier. Noch gar nicht, ne? Das finde ich auch nicht cool. Also, ich glaube, ich weiß nicht, bei wem war das? Ich habe gestern mal ganz kurz, es war relativ spät abends, in irgendeinem deutschen Stream reingucken, da haben die auch gerade darüber geredet. Und der hat genau dasselbe gesagt, was ich auch gesagt habe, dass man hätte die Rate erhöhen müssen, pro Scroll irgendwie. Dass sie sich so erhöht, dass jeder jeder irgendwann im Laufe dieser Scrolls eine LD-Net 5 bekommen. Das ist die Dark, oder? Ja, die war auch Hall of Hero, meine ich. Nee, gar nicht. Die Licht war Hall of Hero. Na, immerhin. Dass die Chance sich hätte erhöhen müssen, dass jeder früher oder später einen bekommen hätte. Also ein LD-Net 5 hier raus. Und mit Glück halt mehr LD-Net 5s. Also sprich 1, 2. Aber dass jeder halt einfach diesen Shot hat. Na, wisst ihr, was ich meine? Weil das ist wieder unfair. Das ist wieder scheiße, ey. Da gibt's halt so Lucky-Kekse, ey. Also richtige Glückskekse. Die kriegen halt 5 Stück daraus aus 100 Scrolls. Und dann gibt's solche wie wahrscheinlich die Mehrzahl, die Hall of Hero 4-Stars kriegen, Alter.
Naja, das finde ich auch scheiße. Das ist auch der Grund, warum mir das 10-Jährige aktuell nicht gefällt. Ne, ist nicht mein Favorite. Ist nicht das Schlechteste, ist aber auch nicht mein Nonplusultra. Könnte man auch skippen. Muss ich sagen. Könnte man auch einfach getrost stecken lassen. Ich sag mal so, es ist for free, schön, aber ich hätte mir wesentlich mehr gewünscht als das, was wir bekommen haben. Ich meine, es ist noch nicht vorbei. Das muss man halt nochmal betonen. Es kann immer noch sein, dass man früher oder später eventuell nochmal was bekommt. Ne, dass eventuell wir doch noch irgendwie in diese Richtung driften, was FreeLDNet 5 angeht. Nein, das nicht. Hier bin ich falsch. Nein. Die nicht. Weil es kann sein, ich bezweifle es aber ein wenig, dass es noch. Weil ich denke, das ist das Größte, was wir bekommen werden. Wir werden wahrscheinlich immer ein bisschen mehr von diesen Schriftrollen hier bekommen. Davon gehe ich schon irgendwie aus. Na, aber ich glaube, dass es irgendwie in diese Richtung driften wird, dass wir irgendwas for free bekommen, was Richtung LD5-Star angeht, bezweifle ich sehr stark. Finde ich aber auch sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil es halt gerade das 10-Jährige ist. Und derjenige hat es auch sehr gut betitelt, der hat gesagt, dass es ist immer ein 10-Jähriges, also nicht wortwörtlich, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie er es gesagt hat, aber es ist halt das 10-Jährige und manche warten halt schon einfach 10 Jahre auf ein verkacktes LD-Net 5, ja, und das ist schon richtig krass. Ja, also da hätte man schon in der Richtung schon ein bisschen mehr abdrücken können, meiner Meinung nach. Ja, also da hätte man schon echt mal ein bisschen entgegenkommen können und dass diese 10-Jährigen nicht mal die Rate wurde erhöht. Okay, das ist die beste Cyborg, by the way. Also finde ich persönlich. Für GKBK ist die sehr cool. Und na, man hätte wenigstens die LDNet 5-Rate erhöhen können in den Rollen, anstatt sie zu verringern. Ja, also das wäre das Mindeste gewesen, in meinen Augen. Was man hätte machen können. Noch. Ne? Also das, nee. Ja, finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich nicht gut. Fürs 10-Jährige. Es ist halt immer noch 10-Jähriges. Ich bezweifle sehr stark, ich sag's offen und ehrlich, ich bezweifle sehr stark, dass wir ein 20-Jähriges erleben werden. Ich glaube nicht, dass das Spiel so lange leben wird. Deswegen hätte man jetzt tatsächlich schon irgendwie. Waren das alle? Mir war irgendwie so, als ob wir noch eins gezogen haben, aber. Nee, anscheinend nicht. Ja, man hätte da schon ein bisschen mehr drücken können, muss ich sagen. Also ja, ich sage es glaube ich fast in jedem Video, wo ich beschwöre. Aber es ist halt echt so, ich finde es nicht gut. Also es wird für mich schwer, im Jubiläumsstream positiv darüber zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde halt offen und ehrlich sein, also damit muss man abkönnen. Ich bin halt einer, der da nichts verstellt und sagt, oh, guckt euch mal das wunderschöne 10-jährige Jubiläum an. Guckt euch mal diese fantastisch coolen Scrolls an. Nee, also ich werde da schon sagen, dass die Scrolls an sich fein sind, aber ich hätte mir wesentlich mehr gewünscht fürs 10-jährige. Also damit müssen die halt schon klarkommen. Ne, das wird schon der Fall sein, das kann ich sagen. Aber okay. Die eine hier noch? Schade. Gut. Gehen wir hier in die drei LDs rein. Let's go. Gar nichts. Cool. Ich bezweifle, dass er noch LD3 Stars braucht. Hanra, der ist okay. Nuke Offense kann man den hier und da mal spielen, auch im BK. Neil hingegen so gar nicht. Und kein Lightning, aber es war irgendwie abzusehen. War ein bisschen mau jetzt hier, muss ich sagen, blitzemäßig. 4 haben wir noch, 4 legendäre. Let's go, vielleicht ein Hacker oder so zumindest. Das wäre ja immerhin ein bisschen was. Okay, jetzt haben wir alle Cyborgs schon mal. Das ist auch schon mal nice to have zumindest. Cyborgs alle mal zu haben, wobei wir unten noch diese Free Cyborg haben. Suiki kann man auch mehr oder weniger nicht genug haben. Machen wir die mal eben auf hier. Ist ja egal, was wir kriegen. Wir haben ja alle. Aber wir hätten hier auch die Wasser bekommen. Falls wir sie jetzt hier nicht rausgezogen hätten. Okay, let's go. Eine Clara, stark. Und was haben wir hier noch? Noch ein Cyborg. Okay, die Cyborgs haben in den Legendären enorm viel Spaß irgendwie rauszukommen. Aber okay, nee, warte mal, die packen wir hier rein. Also ist neu, hast alle, sind hier irgendwo drin, ne? Ich lasse mal nur die LDs draußen, weil sie, glaube ich, neu waren. Okay, gut. Wie weit sind wir mit den Münzen? Ansonsten muss ich mal kurz warten. Also für mich warten.
Das könnte noch dann 22 nur. Hätte ich mal lieber aufbehalten, Alter. Solange wir warten, wir können ja über die BK-Dinger reden hier. Ich wollte schon sagen, jetzt verschwende ich voll die Zeit, aber nee. Ach, G1 sogar. Okay, immerhin. Okay, was habt ihr denn stehen? Fangen wir damit mal an. Okay, also das kann ich schon mal sagen. Okay, was ist das jetzt für die Front nur? Okay, na, nee, ist nicht für die Front. Okay, also was bist du denn? Bist du denn irgendwie zumindest ein hohes Tier, dass du irgendwie... Nee, bist du nicht. Okay, also. BK, also es geht nur um die Four-Star. Defense und Offense. Also, ne, ich sag's nochmal, weil das Video war, ist, die Videos mit dem BK-Defense ist jetzt schon ein bisschen her. Also, BK-Defense, Four-Star, gerade Four-Star-Tower. Four-Star-Tower sind da gerade die. Ja, die sind so getrimmt, dass man in der Regel die Monster, die du da stellst, also die Devs, also das sind, ich sag mal, das sind drei Kritikpunkte, die man, oder sagen wir vier, ich habe keine Ahnung, ein paar Kritikpunkte, die man auf jeden Fall so ein bisschen mit Bedacht machen soll. Ne? Das erste, was ich sagen würde, wäre erstmal, dass gerade Defense die besten Runen abbekommen. Ja, das bedeutet, dass du die deine besten Runen, die du hast, im besten in deine Defenses steckst. Und das Beste wäre, ich weiß jetzt nicht, wie es hier in der Gilde so aussieht, ob ihr da Dev-Mangel habt oder so, aber im Großen und Ganzen wäre es reicht in der Regel aus, wenn man so 2-3 Devs hat, wo dann halt einfach die besten Runen drauf sind. Ja, das macht einfach wesentlich mehr aus, weil du kannst nicht 10 Devs bauen mit den besten Runen ever. Ja, es gibt noch so ein paar Blue-Map-Devs, das ist okay, wenn da so ein bisschen Larifari-Runen drauf sind. Aber ich sag mal, gerade diese Four-Star-Towers, eventuell die 2 jetzt nicht so, aber die 8 und die, was ist das hier, die 12, die sollten schon so mehr oder weniger von den Four-Star-Towern wirklich die der besten Runen drauf bekommen, ja. Und das sind so 2 Devs dann so, wenn man beide stellen kann, denn jetzt kommen wir mal Punkt 2. Punkt 2 ist, wenn ihr Erfolg haben wollt, gerade im Belagerungskampf, solltet ihr, wenn möglich, Defenses stellen, die alle, genau, ja, sowas. Wir gehen mal als Beispiel, ja, diese Gilde jetzt hier hat nur diese Kali, Huadam, Triana Devs stehen. Ja, dann ist das zum Beispiel relativ gut in mehreren Faktoren, weil man die halt einfach spammen kann und irgendwann gibt es eventuell keine Counter mehr dagegen. Sind die Counter einfach ausgegangen. Ja, das, irgendwann wird der Punkt halt eventuell kommen. Je nachdem, wie gut die Defense ist. Das ist nämlich so mehr oder weniger dann Punkt 3. Wenn man sich dann für eine Defense entscheidet hat, nehmen wir jetzt Beispiel mal Martina, Scheiner, Triana. Ja, und man kann sie jetzt 5-mal stellen. Am besten wäre es sogar rein rechnerisch, sie 10 bis 15 Mal zu haben. Ja, das ist auch so ein Ding. Das ist aber so ein Gildenleiter-Ding, wenn man es halt möchte, wäre es gut. Das Ding ist nämlich, eine einzelne Defense ist halt leicht zu machen, weil es einfach... das ist halt das, was ich auch in den anderen Videos gesagt habe. Selbst wenn ich jetzt eine Defense bauen würde, würde sie wahrscheinlich nichts machen, weil es einfach keine... naja, wenn es einer ist, der das countern kann und es alle wissen, ist es leichter, diese eine Defense zu countern, als 5-mal oder bis zu 10-mal diese Defense zu countern. Wisst ihr, was ich meine, ne? Also sprich, wenn man die jetzt zum Beispiel... stellt, muss es, man muss damit auch rechnen, dass die Defense trotzdem halt einfach keine Wins holt. Egal, wie gut diese Defense ist. Ja, das möchte ich damit nur sagen, weil es ja einfach die Masse ausmacht am Ende im Belagerungskampf. Gerade die Four-Star Tower, das ist ja gerade der Punkt sogar. Ja, sprich, also wenn ihr euch jetzt beispielsweise für Martina, Scheiner, Triana entscheiden habt und ihr da mindestens einen Tower mitstellen könnt, dann kommt nochmal die Sache mit den Runen. Dann gibt es auch noch so ein paar Tricks und Tipps so bezüglich Traps. Ja, es sollten immer so 1-2 Traps mit bei sein. Was sind denn Traps? Also wenn du dich jetzt für diese Defense entschieden hast, die by the way jetzt nicht mehr so populär ist, aber wenn man sich jetzt für diese Def entschieden hat, dann ist es halt so, sind wir gefailt? Wo war ich stehen geblieben? Genau, wenn ihr euch jetzt die Traps, genau. Wenn ihr diese Def jetzt habt, Traps, jetzt, die ist halt outdated, die gibt es jetzt nicht mehr so stark zu sehen, dann sollte man Traps bauen. Traps sind halt entweder Tanky-Variante oder Speed-Variante. Ne? Tanky-Varianten sind immer so gebaut, dass sie entweder auf Tick gebaut sind, also sind in der Regel mit auf Tick gebaut. Das ist in der Regel ist es immer, oder sehr häufig ist es der 268er-Tick, sprich, dass alle Monster auf denselben Wert sind. Inklusive Base-Speed mitberechnet. Ja? Das bedeutet also, du hast jetzt hier die Martina mit 101 Base-Speed und jetzt hier die Shiner mit 103 Base-Speed.
Na, das bedeutet also, natürlich braucht die Shiner etwas weniger Speed als die Martina, um am Ende auf denselben Wert zu kommen, inklusive Base Speed berechnet und Tower und dies und da, also Tower, also Speed Tower, bla bla bla. Und das am Ende halt die Reihenfolge es ausmacht, wie die Leute moven. Sprich, die sind alle auf den gleichen Wert. Und am Ende macht es halt die Reihenfolge aus, wer moved. Ne? Wenn jetzt alle auf 150 sind, ja, also sie müsste dann beispielsweise auf 153 sein, sie ist dann auf 147 oder sowas, ja, so als Beispiel, weil sie ja einen höheren Base-Speed hat, aber um auf denselben Speed zu kommen, ne, sowas halt. Und am Ende macht es dann die Reihenfolge aus. Dasselbe, by the way, auch mit der Weltarena. Ja, bei der Weltarena wäre es dasselbe Spielchen. Da kommt dann die Pick-Reihenfolge dann in Frage. Und hier ist es dann halt so, die Reihenfolge, wie sie gestellt sind. Sprich, die Martina würde als erstes moven, dann die Shiner und dann die Triana. Wenn du aber möchtest, dass die Shiner zum Beispiel als erstes moved, das bei einer, ich glaube, bei einer Safe-Variante, also sprich Cleave-sicheren Variante, sprich Lucian safe, Julie safe, ne, sowas halt, dann ist es, glaube ich, egal, wer, ob sie zuerst moved oder sie. Aber in einer Swift-Variante, also in einer schnellen Kombination, das ist ja jetzt hier eindeutig eher eine tankige Variante, die hier gebaut wird. Ja. Wenn man jetzt hier aber eine Swift-Variante hat, ne, dann ist es halt so, dass da ist es nicht ganz so wichtig, wie die Tickrate ist. Da ist einfach nur die Reihenfolge wichtig, beziehungsweise die Schnelle halt das Wichtige, ne? Das ist mehr oder weniger das ganze Prozess hinter einer vernünftigen Defense. Dazu kommt halt, wie gesagt, noch die Masse macht es halt aus. Und das bezüglich Tick und Defense, dies, das. Ne? Das macht halt alles mehr oder weniger das ganze Spielchen aus. Ansonsten, Defense-lastig, was man so aktuell stellen kann, was hier und da gespielt wird. Wir haben ja gerade einen am Laufen. Ich kann ja mal kurz gucken, wobei wir sind gerade aktuell nicht ganz so hoch. Wir spielen gegen Taiku. Taiku kann ich jetzt nicht gucken, was die für eine Dev drin haben. Ja, ein paar Asura-Devs, die Siri-Devs. Eigentlich nichts Weltspannendes. Also, Unleashed hatte letzte Woche Huahi stehen mit Kinky und Faye. Faye kommt so ein bisschen raus gerade, also Dark Kong Fugel in einer Speed-RNG-Kombo. Sprich, da ist meistens dann sowas wie eine Dark Siri mit bei. Oder halt, ja, andere Sachen halt, wie in dem Fall jetzt halt auch eine Wahi, ne, also die Feuerhimmelstänzerin, die jetzt nicht gebaut ist, ne, sowas halt, das sieht man hier und da ganz gerne, hier genau, Fady hier, also man könnte versuchen, eine mit ihr zu bauen auf alle Fälle, da muss man aber gucken, wie man sie baut, da bin ich, also wir haben da jetzt keine Defense, deswegen kann ich da jetzt nicht hundertprozentig von reden, aber ich sehe gerade andere Monster, wartet mal. Die ist vielleicht in dem Bereich sehr lustig einzusetzen, wenn du das andere Monster dazu hast. Also eine Meta-Team wäre halt beispielsweise aktuell Ciri mit irgendwas gemixt, mit Vigor oder Ishir, mit Faye oder Asura, also Dark Asura hier wie Viritra oder wie der heißt. Sowas halt. Das hast du in den Forster Towern halt aktuell nur. Ja, nur sowas halt. Jetzt Unleashed hat er halt, wie gesagt, ein bisschen was anderes gestellt. War mal was anderes. Aber im Großen und Ganzen hast du aktuell nur Asura-Devs. Und Siri-Devs, hier und da mal eine Clara-Dev, das war's. Ja, also mehr hast du wirklich nicht. Was man hier und da mal ein bisschen häufiger wieder sieht, sind diese Harmonia-Zeugs. Aber das ist halt so richtig oldschool. Ich zeige jetzt mal eine Defense, die wir mal gestellt hatten, beziehungsweise wir hatten letztes Season mit der ein bisschen Problematiken, bis wir den Trick draus hatten. Gerade in dem Bereich könnte es lustig sein, wenn du dir tatsächlich gute Runen gibst. Das ist eine Defense, die sehr lustig ist. Ja, also es ist eine lustige Dings. Hier würde ich, by the way, es kommt drauf an, ich würde wahrscheinlich das hier oder das hier, der ja, das hier wahrscheinlich machen. Also du hast den Vigor. Alles, das ist ein Safe-Combo. Sprich, die muss natürlich auf Tick gebaut werden und Lucian Safe und sowas. Ne? Sprich, in den Artefakten hast du minus Wind, minus Feuer hier. Hier hast du minus Wind, minus Wasser. Und hier hast du am besten minus Wind und minus Wasser, weil das so die Haupt-Cleave-Monster sind. Ne? Und die Runes auf Tick, Standard-Tick, 286er-Tick, das muss halt am besten die ausrechnen. Kann ich nur Runen optimal so am besten empfehlen. Das funktioniert ganz okay damit. Dann hast du sie hier, die halt den Strip und so einen Kram macht. Ne? Das ist ganz funny. Und er macht halt den Schaden. Die lebt natürlich auch so ein bisschen vom Prox und so einen Kram. Ne? Ein bisschen dies, das. Muss halt sehr safe sein, dass sie halt nicht groß gecleaved wird. Aber die kann halt hart nervig sein und gerade im Low-Bereich sehr eventuell für Probleme sorgen. Ja, weil die sehr bulky in der Regel ist und guten Schaden machen kann.
Ja, und vielen könnten es ein bisschen erstaunen, was da steht. Aber bedenke, wie gesagt, es muss auf Tick sein, die passenden Runen müssen drauf sein, dies, das. Im meisten Fall ist alles Vio. Na, Vio, Vio. Wenn du, es gibt auch Swift-Varianten, das wäre dann aber wieder so eher die Speed-Variante davon. Könntest du auch versuchen, musst du gucken, was besser passt. Das ist halt auf Vio, ne, Damage-Build, der halt eher so tanky, ne, ein bisschen Crit-Rate wahrscheinlich. Und sie halt einfach nur auf Tanky Bild, ne? Das ist halt so das Ding. Aber es ist eine lustige Defense. Dann gehen wir mal auf die Offense ein, solange wir da noch... Wo kann ich denn mal eben gucken? Hier am besten, ne? Genau, was hast du für Teams? Ja, okay, das ist so ein Cleave-Team, das ist fein. Ja, kann man machen, das Team hier auf jeden Fall. Das hier weiß ich nicht. Ich habe keine Coco, keine Ahnung. Wüsste ich nicht, warum. Schaden weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Ja, das auf jeden Fall, das geht klar. Ja, würde ich eher Chongpong nehmen, aber okay, kann man bestimmt auch machen. Interessant, warum nicht? Sieht harmoniert auf jeden Fall. Jetzt wollen wir so Five Star, hast du hier irgendwelchen Platz? Ja, hast du. Auf jeden Fall so, ne? Das ist okay. Das weiß ich nicht. Auch gut. Viele LD Five Stars am Start. Audrey, Chan, Beelzebube. Stark, stark. Und... okay. Okay. Standard-4-Star-Offensiven sind, wie gesagt, sehr viel mit, was hast du denn so generell? Mit Dupes oder so gar nicht, habe ich hier gesehen. Keine zweite Lulu. Delphoi wahrscheinlich auch nicht am Start. Doch, Delphoi ist am Start, aber keine Rune. Triana da, aber keine Rune. Aber das ist okay, wie gesagt. Ich rune die auch immer hin und her. Malit ist am Start, sehr schön. Raccoon ist einer zumindest am Start. Das ist auch schon mal immerhin etwas. Ansonsten, ja, okay, aber die benutzt man weniger so Offense-Bereich, nenne ich es mal. So, habe jetzt nicht mehr Platz, aber ich habe dir jetzt mal so 2-2 rausgesucht, ja, die so mehr oder weniger mit am populärsten sind oder am meisten einsetzbar sind, sagen wir es mal so, ja. Wir haben 2 Cleave-Arten und wir haben 2 Safe-Varianten. Gegen hauptsächlich, ich spreche das mal kurz, ich habe hier, by the way, diese Galeone Wind Lichtpiray Offense da rausgenommen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir haben jetzt hier diese Offense-Bereiche, ne? Also erst einmal, wir fangen mal mit den Cleave-Varianten an. Wir haben den Jhin, den Lucio und den Dover. Ich denke, das ist mehr oder weniger klar. Den Jhin kannst du, by the way, auch variieren mit einer beispielsweise mal mit der Ming hier, ne? Mit der Wasserhimmelstänzerin. Das geht auch. Ja, aber Jhin macht es halt nochmal ein bisschen besser, sag ich mal. Aber muss nicht. Kannst auch, wie gesagt, Ming nehmen. Da musst du den Jhin jetzt nicht zwangsweise bauen. Natürlich ist es jetzt hier rum, das ist ein Fat Lucian dann am besten, ne? Der Deiner hat jetzt gar keine Runen. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich dann ein Fat Lucian. Ich kann mir die Runen hier nicht angucken. Auf jeden Fall, es wäre ein Fat Lucian. Dover hätte dein schnellstes Set und erst kannst du theoretisch mit Kampfgeist vollklatschen, weil der Lucian ja den Schaden macht. Ne? Oder sollte am besten. So, das ist halt so eine Variante, die kannst du, wenn du gute Runen hast, im Bereich Swift oder so, auch gegen schnellere Team-Kombos einsetzen. Ja, das bedeutet, zum Beispiel, wenn da eine Dark Siri steht oder sowas, kannst du versuchen. Wo ich vorsichtig wäre wieder, wenn da ein Ishir drin steht, weil man ist sich nicht immer hundertprozentig sicher, ist es Swift, ist es Vio, keine Ahnung. Ja, vor allem, wenn eine Gilde keine Absprache macht, das ist halt schwierig. Aber damit kannst du das meiste auf jeden Fall cleaven in Forster Tower. Ich sag dir auch gleich was. Dann haben wir diese Offense hier. Das ist eine Offense, wo der Lucian, wie man unschwer erkennen kann, nicht unbedingt die 100 Crit-Rate braucht. Dadurch, dass der Windcookie ja noch 15 oder 30 Crit-Rate bufft oder sowas, ne? Sprich also, du kannst den Lucian noch fetter bauen. Ja, das ging ja auch. Deswegen sage ich ja, du brauchst mehr Lucian, das kann ich sagen. Ausgleich zu Dover ist, by the way, Theon am besten. Mit in der Kombination von Jhin. Und das ist halt so, dass der Lucian noch fetter sein kann, dadurch, dass die Crit-Rate halt nicht hier auf 100% sein muss. Dadurch, dass der Windcookie halt doch die Windgrade ne, macht. Kabila, dann der da und dann brotzt der tankigere Defenses gegebenenfalls weg. Ne? Das ist das. Das ist halt gegen tanky Varianten. Das ist halt zum Beispiel gegen schnellere Varianten, weil hier bist du halt mehr auf Damage aus. Hier bist du eher noch ein bisschen auf Speed aus. Ne? Das ist so das Ding. Also der Lucian kann halt hier Damage-lastiger gebaut sein. So, das sind hier so, das ist so ein Team, was sehr stark gegen bestimmte Azura Defensiven ist, unter anderem. Das kann ich sagen. Also sowas wie Clara. Hier, entweder sowas wie
Siri-Zeugs halt wieder, ne, sowas. Da geht das auch. Oder, ich hatte es hier gerade eben gesehen, weil ich benutze die Offense nicht. Hier, genau. Gegen diese Clara Vigor Asura-Offensiven, ne. Also alles, was so ein bisschen mehr so Richtung, Deathbreak und AOE-Zeugs angeht. Ne, das ist halt so das Ding. Deswegen Formalid, Windy und Drakuni kann man auch nie überlegen haben. Und das ist so eine Combo, also so ein Team, was halt ganz gerne gegen Kinkies gespielt wird oder ähnliches, wo du halt so ein bisschen Control mit reinnehmen kannst. Ne, Kommune, Lauren und Lelucia. Ist ja generell nichts Weltspannendes, was die Offensiven angeht. Aber ich sag mal, das sind so die populäreren Defenses, Offensiven, die ich jetzt so dir sagen kann. Und von diesen kannst du halt am meisten bauen, sag ich mal. Okay, jetzt wurde der Tower eingenommen. Ich kann dir sagen, dass hier beispielsweise, hier könntest du es versuchen zu cleaven, theoretisch. Ja, das ist auch eine relativ okay Offensive, nur dass du da nicht der Werde in der Regel bei ist, by the way. Ja, benutzt mir Rakuni eher und ich glaube nicht Lauren, sondern noch was anderes. Dann, was haben wir hier? Genau hier. Das hier würde ich versuchen zu cleaven dann, zum Beispiel mit der Jin Lucian, ne? Dann das hier wäre zum Beispiel auch etwas, das würde ich auch cleaven mit Jin wieder, ne? Ich weiß nicht, vielleicht machen das hier welche, ja, mehr oder weniger, nenne ich es mal. Traktor Windy Lulu funktioniert nicht mehr so häufig. Das hier auch, da musst du nur wissen, dass du schneller bist, das könntest du auch in der Regel cleaven. Ist jetzt ein bisschen doof, weil ich nicht so viele Forster Tower sehe, aber ich weiß nicht, ich hoffe, das Prinzip ist mehr oder weniger bekannt, was ich meine damit, so. Halbe Stunde später haben wir es dann. Yay, durch meine Dummheit musste ich warten. Deswegen habe ich es noch gemacht, weil es meine eigene Dummheit war. So, Juno. Soll ich Juno hier rausnehmen und beschwören? Ja, 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 so. Und was zu den Runen sagen, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt so lange gewartet habe. Es war halt einfach meine eigene Dummheit. Jetzt weiß ich ja, warum er die Münzen aufgehoben hat. So richtig dumm. Jetzt hat Juno an der Stelle erst einmal nochmal. Okay. Juno ist ein Monster. Was? Kann man die erwecken? Kann man erwecken. Okay, machen wir das auch mal direkt. So, was in der Regel, ich sag mal, relativ leicht zu ruhen ist. Sie wird einfach auf Speed, Qual, am besten Rache geruhnt. Die Frage ist, hast du eine Kritratenrune mit einer halbwegs guten Speed? Geht so. Hast du eine Rache-Rune mit einem halbwegs guten Speed? Geht so. Okay, wir versuchen trotzdem mal, wir haben jetzt natürlich nicht die ganzen Werte, wichtig ist halt in erster Linie die Kritrate gut zu bekommen, sie halbwegs tanky zu bekommen, ja, wenn man die grindet, ist sie sogar fast fein, im besten Falle auf HP, wie gesagt, Rache ist noch so ein Set, was nicht jeder viel hat, deswegen schauen wir mal so, Speed, eigentlich egal, nee. Die Werte sind okayisch. Crit-Schaden würde ich rausnehmen für was fehlt? Wahrscheinlich Crit-Rate dann, weil die wird wahrscheinlich noch ein bisschen fehlen. Was haben wir hier? Na, geht so Crit-Rate. Rest? Nee. Nee, nee. Ja, nee. Nö, nö, nö. Hier nicht so. Sehr langsame Runen im Rachebereich. Vielleicht rollt die zufällig gut. Nö, ne? Nö. Okay, wer hätte das jetzt erwartet, ha? Huh? Was haben wir denn hier? Also, du hast. Also, ich weiß halt nicht, was ich hier entruhen könnte. Ich soll sie in der Regel auch gar nicht ruhen. Ich mach's jetzt einfach mal von meiner Seite aus. Also, ich erkläre jetzt gleich nochmal kurz. Worauf ich da ein bisschen achten würde, wenn du sie eventuell nochmal ein bisschen. Wieso kann man mal nicht mal Speed nicht dodgen Spiel? Wie wär's? Ja, ist nicht viel besser Spiel. Guck mal, das wäre Innate Death jetzt nicht so. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, ich klatsche jetzt einfach mal kurz irgendwie voll. Moment. Wir brauchen eine Qualrune, nehmen wir die hier. So, okay, also. Erst einmal wichtig für die Zukunft oder beziehungsweise, was wie gesagt, ich würde jetzt hier zum Beispiel sagen, ich packe jetzt hier noch eine Crit-Rate rein, hoffe, dass sie auf 7 rollt, dann fehlen dir ja nur noch 2 Crit, um es besser zu machen, vielleicht kommt hier einfach Crit drauf, wenn nicht, würde ich, ja genau, dann würde ich jetzt hier selber machen, beispielsweise, wie gesagt, du hast bestimmt noch andere Runen, um sie besser zu runen oder so, da bin ich mir sehr sicher, einfach Crit-Rate drauf, dass du zumindest auf die 100 kommst, ACC ist fast okayisch. Die Werte sind jetzt natürlich so ein Ding, kann ich jetzt nicht beurteilen, ne, weil das, die ist ja Level 1, 5 Sterne.
Ne, sprich also, du ruhst halt auf Qual, Rache im besten Falle. Was, wenn du das hier nicht hinbekommst mit der Rache, dann nimm Nemesis. Das ist auch noch okayisch. Ne, Speedcrit-Rate HP. Die wichtigsten Werte bei ihr sind halbwegs tanky, ja, so wenn geht, so 24k plus. Ein solider Attack, am besten wäre so 700, wenn nicht sogar schon mehr Attack, um, wenn du den Schaden haben möchtest. Und eine solide Def, da würde ich so bei deinem Stand wahrscheinlich so 500 bis 600 anpeilen. Und der Speed ist halt so ein bisschen unabhängig, würde ich so versuchen, zumindest so auf die 150 zu bekommen. Mit 100 Crit-Rate und einem guten RCC. Rest und so brauchst du nicht, Crit-Schaden auch nicht. In den Artefakten würde ich dann gucken, dass du ihr die... In den Main Stats, sprich also hier diese, wo hier oben diese Def steht jetzt, da würde ich dann gucken, was du brauchst, wo der Wert ein bisschen fehlt, ne, entweder HP, Attack oder Def dann am Ende und damit zusätzlicher Schaden. Der Speed, der Attack, der Def, der ATK. Am besten wäre Speed, am schlechtesten wäre Def. Ja, einfach vollklatschen damit. Das ist so das Beste, was du bei ihr machen kannst. Und das war's dann eigentlich auch schon, ne? Also ich würde dir auf jeden Fall mal raten, mal ganz kurz ein paar Monster zu entruhen, die du nicht brauchst. Dann hast du auch eine viel bessere Übersicht, by the way, nur mal so. Cool, dafür habe ich jetzt eine halbe Stunde gewartet, aber hey, was macht man nicht so, ne? Gut, ich bin eigentlich fürs Schon, Leute, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag, haut rein. Tschüss.